Ja, herzlich willkommen zurück bei Secret of Mana Turbo. Ich habe das Spiel ein bisschen länger jetzt liegen lassen, habe ein bisschen die Zauber aufgelevelt, aber und ja, spielen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, ich kriege das noch alles so auf die Reihe, aber ich bin ja ganz guter Dinge. Muss mich nur wieder ein bisschen an das doch leicht veränderte Gameplay gewöhnen. Ja, leicht, ne? Ja, aber kriegen wir schon hin. So. Und das ist ja schon mal ein ganz guter Start. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch den Vierjahreszeitenwald hier durchlaufen in der richtigen Reihenfolge. Nee, Quatsch, das haben wir natürlich schon gemacht, sonst hätten wir ja noch nicht zu dem Alten da oben in den Palast gehen können. Aber ich glaube, es schadet nicht, hier nochmal so ein bisschen ein paar Feinde mitzunehmen. Denn wer weiß, wie die Feinde hier so ticken. Man muss ja auf alles gefasst sein. Wir hatten ja auch schon, dass wir bestimmte Feinde an Orten sehen, wo sie gar nicht hingehörten. Und ja, da sollten wir auf alles vorbereitet sein. Naja gut, okay, gehen wir hier erstmal weiter. Ach ja, genau, der Orbschalter. Gucken wir mal eben, was wir da brauchen. Sulfids Magic, okay. Dann wahrscheinlich hier so ein Thunderbolt, so ein Blitzschlag, ne? Nee. Okay. Dann vielleicht hier der Air Blast. Naja, wir kriegen auf jeden Fall Level ab und das war die passende Magie. Das finde ich gut, das gefällt mir. Was mir nicht so gefällt, ist, dass der Junge da unten einpennt. Ach ja, und die werden dann auch vergiftet. Und Vergiftungen sind ja besonders übel hier, weil wir pro Sekunde viel mehr HP verlieren als im Originalspiel. Ja, das ist vielleicht ein guter Weckruf an uns, da ich das nämlich schon vollkommen vergessen hatte. Oh je, und die halten sich natürlich nicht damit zurück, hier damit anzugreifen. Das ist ziemlich übel, das ist auch ziemlich heftig. Ah ja, und unsere Steuerung ist mal wieder verdreht. Blood Hole. Oh, und Waffenlevel ab für Boldi? Ja, die gute alte Boldi. Obwohl sie ja in der US-Version... Gott, ich verwechsel das, glaube ich, immer. Also in der US-Version ist es, glaube ich, männlich. In der japanischen meine ich geschlechtslos. Nur bei uns in Deutschland ist es ein Kobold-Mädchen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ groß, aber ja, irgendwie kriege ich das nie so richtig da auf die Reihe. Naja, ist ja auch jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass wir überleben. Und noch mehr von diesen Erdkriechern da sind echt nicht gut für unsere Hitpoints. Besonders wenn die immer ständig mit dieser Traumtulpe da angreifen. So, zum Glück können wir die aber relativ, wenn wir in der Nähe stehen, gut aus dem Verkehr ziehen. Und wir heilen uns mal eine Runde. Heilen ist immer gut, denn das macht das Ganze auch stärker. Ich habe jetzt nicht ewig viel Zeit damit verbracht, die ganzen Zauber aufzuleveln. Halt nur so ein bisschen. Ich hoffe mal, das reicht, damit wir ganz gut vorankommen. Und den Rest machen wir halt unterwegs, ne? Mann, ich sollte das nicht unterschätzen. Ich meine, wir sind beim Sichelanbeter, wie oft bin ich ja gestorben? 2 oder 3 Mal, glaube ich. Ja. Aber bisher, sonst lief ja alles ziemlich gut. Sonst sind keine weiteren Tode dazugekommen. Nicht mal beim Schmusekater. Deathcrab. Ja. Wahrscheinlich ein guter Tipp. Attack its weak point for massive damage. Wie bei allen Krabben. Bei allen feindlichen Krabben wohlgemerkt. Ist ja ganz klar, weiß jedes Kind. Ja, die sind... Ne, wir kümmern uns erstmal um ihn hier.
die oben, die Krabben, die sind ja, was die Zauber angeht, holen die sich nur die Klingen. Natürlich sollten sie damit uns nicht treffen. Das wird uns vermutlich ziemlich übel zu Gesicht stehen. So, und jetzt, okay, wir sind bei der Höhle, sehr gut. Sehr viel aus, aber dadurch, dass wir eben nicht mal bis 100% warten müssen, können wir die auch relativ schnell aus den Socken hauen. Das gefällt mir doch immer. Nehmen mal die Peitsche. So, Axt hat Bolli und dann können wir das Pilzdorf betreten. Das ist der Matano Kingdom. Ja, nicht das Trüffeldorf. Unlike our barbaric mushroom cousins, the Matango tribe is peaceful. Ja, sagen natürlich ein bisschen andere Sachen als in der deutschen. Matango, that's how we say hello. Ja. Eckhahn Pilz, ne? Was bei den Pilzen so ziemlich alles bedeutet. Hast du mal eine Mark bis ich liebe dich und weiß man sonst noch alles irgendwie. Aber gut, ja, wir sind jetzt in Matango Village. This is the castle of King Truffold of Matango, Funk Castle. Ja, okay, ja, das passt ja sogar noch einigermaßen. Gehen wir erstmal hier jetzt in den Shop. Hier gibt es auch, glaube ich, neue Ausrüstung für uns. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir jedes Ausrüstungsteil nur einmal kaufen können. Das ist ein Mega-Handicap. Ja. So, Vorräte hier ein bisschen auffüllen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir Walnüsse zum normalen Preis kaufen können. Oder halt auch diese Feenkokosnüsse. Deshalb hauen wir da jetzt natürlich auch ordentlich Kohle rein. Damit wir da immer einen guten Vorrat von haben. Wir können zum Glück ja auch mehr als 4 von denen tragen. Das ist auch ganz gut. 250. Das ist nochmal um die Hälfte billiger als im Original. Das will ich mich nicht beschweren. Das heißt also, beim Wucherkater würden wir die quasi zum Normalpreis kaufen. Aber wert schon das Geld, ne? So. Rüsten wir uns erstmal aus. So, der Kobold, dann gehen wir mal wieder Vorrang auf die stärksten Sachen, da die ja nun nicht die allerbeste Abwehr hat. Ja. Wolfband und Fancy Overalls. Ja, okay, kriegt sie. Als nächstes das Mädchen. Sie hat ja sowieso... Ach scheiße, das kann sie alles gar nicht tragen. Ja, okay. Cobra Bangle kann sie aber tragen. Lassen wir mal. Was ist das? Okay, gucken wir erstmal beim Jungen. Der kriegt den Eisenhelm. Okay, damit hat er eigentlich schon eine ziemlich gute Verteidigung. Die er ohnehin schon hat. Ja, okay, bei Kleidung können wir sonst nichts weiter machen. Gut, belassen wir es so, wie wir es da haben. Das ist, denke ich, eine ganz gute Aufteilung. Wir wollen ja den Jungen nicht komplett vernachlässigen. Er hat ja nicht nur die beste Abwehr, sondern auch die meisten HP. Aber natürlich wollen wir ihn auch nicht nackt dastehen lassen, ne? So. Das kann auch alles loswerden. Und dieses olle Stirnband. Alles nichts mehr wert für uns. So, und dann sollten wir hier auch unseren guten Kumpel Berti wieder treffen, oder Watts. Auch schon. Took you long enough.
I figured you'd come. Na ja, natürlich. I've been waiting for you. Haben auch nur einen Bumerang. Oh. Sonst nix. Na gut. So, und du? I've been listening to this man. He's been telling me your story. The king's residing in the inner room. So, gucken wir mal doch hier. Oh, ich wollte es gerade sagen, hier gab es ja diesen schönen Geheimgang und der führt tatsächlich jetzt hier mal zu was, zu einer Truhe. Und 250 GP, ja. Großes Geheimnis und ich würde mal sagen, wir übernachten nochmal eine Runde. 50 GP, das ist ein Schnäppchen, da haben wir mehr als genug. Auch wenn wir in Strohbetten pennen. Aber ist halt auch ganz gut, unsere Magie aufzufüllen, auch wenn wir nicht alles verbraucht haben und auch noch nicht so viel haben. Aber für die 50 Goldstücke, die haben wir mit einem Kampf wieder drin. Aber nun gut. So, dann wollen wir doch mal mit den Leuten sprechen. Wow, I saw a white dragon up in a mountain cave. They're supposed to be extinct. Really, I did. You've come at last. Legendary heroes, I've been waiting for you. Huh? Hey, don't play dumb. We've got proper legend in this country. Well, yeah. Get ready. I'm about to tell you a story. Heroes will appear when calamity draws nigh to tame the white god. With the holy sword, the hero, a child of man, shall save this country. Das war schon? Yeah, that's you guys, right? Come on, no need to be so shy. I've got it all figured out. Just yesterday, one of our citizens saw a white dragon and a giant snake fighting in the northern cave. Naturally, this is a sight of the prophecy. A sign. Now then, please go downstairs and head to the cave through the right exit. Palace? I know of it, but our prophecy says that the hero goes to the cave first. Ja, natürlich sagt die Prophezeiung, das ist ja klar. After that, I'll teach you how to get to the palace. Now hurry it up! Oh right, there's a tradition that if the hero comes... Oh god. They should be allowed to open the treasure chest upstairs. Oh, nett. King Truffle has succeeded the late king splendidly. However, he's just a bit reckless on a few points. And we never stop having to keep him in check. Naja, also er ist ein großartiger Nachfolger, aber er ist ein bisschen rücksichtslos. Na gut. So, komm, lass ihn wenigstens Ort drin sein. Jo. Für unseren Speer, also unseren Wurfspeer. Können wir gleich mal einlösen, denke ich. Macht ja nichts. Auch wenn das nicht unbedingt eine Waffe ist, die ich sehr häufig benutze, aber immer schön auf dem Laufenden bleiben. Saragin Harpoon, okay. Naja. Gut, dann gehen wir mal durch den Ausgang hier und in diese nördliche Höhle, wo irgendwelche Pilzköppe einen weißen Drachen angeblich gesehen haben. Ah ja, und ich hatte schon wieder vergessen, diese Peitsche hat diese nervige Angewohnheit, dass die Gegner damit nach vorne geschleudert werden. Aber gut, nehmen wir mal in Kauf. Ah ja, unsere Energie wird ja auch nicht aufgefüllt, wenn wir ein Level abkriegen. Das hatte ich auch schon wieder irgendwie vergessen. Ah ja, und da ist unsere Peitsche schon auf dem nächsten Level. Können wir sie eigentlich auch wieder austauschen. Nehmen wir mal den Speer doch mal. Haben wir ein bisschen Reichweite. Und der Junge nimmt die Lanze. Ist auch schön, dass wir den hier nicht nur werfen können, sondern auch wie die Lanze damit zustechen können. Also bisher muss ich echt sagen, das ist ein sehr, sehr cooler Improvement-Patch, der das Spiel richtig, richtig großartig macht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
kriegt man richtig Bock drauf und ich werde das jetzt auch ein bisschen schneller durchziehen hier und mir nicht so lange Zeit lassen beim Spielen. Leider aus zeitlichen Gründen so ein bisschen liegen geblieben, aber da werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel von mitkriegen, denn ich weiß noch nicht, wann ich anfange, das hochzuladen. Wahrscheinlich, wenn ein paar mehr Folgen da sind, gehe ich mal von aus. Zur Hand habe ich das eigentlich immer. Aber gut. So, also das ist von Boldi. Axt erreicht Level 3. Exzellent. Und sie erreicht Level 27. Das ist auch exzellent. So, dann brauchen wir einmal unsere Peitsche wieder. Mal gespannt, wie der Bosskampf hier wird. Irgendwie habe ich da so ein komisches Gefühl. Also, aber es ist halt auch das Schöne, man kennt das Spiel und man weiß nicht immer so richtig, ne, wie verhalten sich die Bosskämpfe, was kommt da immer genau auf einen zu. Ne? Aber das macht es irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Ich glaube, es wird mir wahrscheinlich ziemlich schwer fallen, nachdem ich diesen Patch gespielt habe, zum normalen Spiel wieder zurückzukehren. Es sei denn, die haben hier irgendwo jetzt richtig Scheiße gebaut und daraus irgendwie noch später einen Hard-Patch oder sowas gemacht. Dann vielleicht nicht, aber naja, wir werden sehen. Und selbst wenn es das ist, ich werde nicht ruhen, bis wir das Ding durch haben. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was da auf mich zukommt. Was auf jeden Fall hier auf die Gegner zukommt, ist eine ziemlich heftige Angriffswelle von uns. Und ja, ich glaube, es schadet nicht, wenn wir uns bei sonstigen Sackgassen ja auch immer ganz gut umgucken. Denn wer weiß, ob die nicht da irgendwo mal Ops platziert haben oder sowas. Ne? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir nicht mal die komplette Feature-Liste von dem Patch durchgelesen. Nur so eine grobe Beschreibung. Da stand halt drin, die größte Änderung ist, ne, darum heißt es ja auch Turbo. Weil man eben diese Ausdauerleiste nicht mehr zu 100% aufladen muss, beziehungsweise weil sie gar nicht mehr da ist. Man kann nach Herzenslust wie bei Trials of Mana auf die Gegner draufdreschen. Oh, und das... Ach du Scheiße, das ist eins von diesen Spinnenbeinen, das uns mit einer Schlammbombe angreift. Oh, und die ist hammerhart. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Oder war es, also, wenn es nicht neu ist, dann ist es mir im Original noch nie passiert. Aber okay, auf die würden wir sowieso bald treffen. Aber wir sind halt noch nicht so stark, dass selbst die Schlammbomben von denen uns nur einen HP abziehen. So, wir haben den Speer auf Level 1 gebracht. Ist tatsächlich eine ganz coole Waffe, muss ich sagen. Man kann so damit zustechen oder wenn man das Steuerkreuz benutzt, dann kann man auch werfen. Kommt auf jeden Fall ganz gut, muss ich sagen. Ja, okay, alles gut. Alles gut. Von so ein paar Eulen hier lassen wir uns doch nicht ins Boxhorn jagen. So, okay. Ah, da oben wäre sowieso nur eine Sackgasse gewesen. Wäre jetzt natürlich ziemlich komisch, wenn da jetzt irgendwie noch eine Truhe mit dem Orb wäre oder eine Truhe. Am besten noch in der Wand so eine Innenschrift. Wo drin steht, hier liegt das Rubin-Diadem oder sowas. Natürlich die Preisfrage. Werden wir es in diesem Improvement-Patch, werden wir das Rubin-Diadem finden? Ah, toll. Gas. Wir sind ein Mugel. Schön immer den Speer in den Kopf.
und weg ist es. Und ja, komm, scheiß auf den Minos da. Und warum sind die Schachmeister jetzt hier? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja noch die einfachere Variante von denen.